herzlich willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Café. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt eure Tasse Kaffee oder Tee parat. Wenn nicht, dann ganz schnell Pause drücken, kurz machen und wieder kommen. Ich möchte doch gemeinsam mit euch eine gute Zeit haben und da gehört für euch heute auf jeden Fall eine Tasse Kaffee oder Tee dazu oder ein anderes leckeres Getränk. Ich hoffe, ihr seid gut in den Montag gestartet. Heute gibt es einiges an Neuigkeiten, an kreativen Ideen und an Inspirationen von mir für euch, wie eben immer beim Mrs. Greenery Café. Und zwar beginnen möchte ich mit dem tollen Osterkranz. Das Do-It-Yourself-Video ging vor knapp einer Woche online. Kam bei euch super gut an, was mich riesig freut. Es ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingskränze. Nicht nur zur Osterzeit, sondern allgemein. Ich habe letztes Jahr schon ein Mrs. Greenery-Abo gebunden beim Live-Online-Workshop und da waren meine Teilnehmerinnen auch alle total begeistert. Und da habe ich gedacht, für YouTube werde ich da auf jeden Fall ein Video drehen. Es kommt bestimmt auch gut bei euch an und so war es dann auch. Und deshalb, weil es so gut ankommt, habe ich mich dazu entschlossen, ein tolles Kreativset für euch zusammenzustellen. Also sprich, wenn ihr den Kranz genau so nachfertigen möchtet, dann könnt ihr einfach das Kreativset bestellen, bekommt genau das Material, das ihr benötigt für diese Optik und seid dann auf der sicheren Seite. Ihr könnt natürlich auch alles einzeln ordern, ist auch kein Problem. Vielleicht habt ihr ja auch schon was zu Hause und es fehlt nur noch eine Kleinigkeit, also liegt ganz bei euch, aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das als Komplettpaket zu kaufen, auspacken, YouTube-Video von mir anschauen und dann habt ihr am Schluss auch so ein tolles Ergebnis. Guckt einfach mal rein, ich verlinke euch alles unten. Dann nicht wundern, ich muss jetzt ab und zu hier rüber schielen, denn ich habe heute so viele Themen für euch und ich möchte nichts vergessen und deshalb habe ich mir mal wieder eine Liste geschrieben, aber das kennt ihr ja auch schon ein bisschen von Mrs. Greenery Café. Was ich euch heute genau noch verraten möchte, was ich an Do-It-Yourself-Videos für diese Woche vorbereitet habe. Ich hoffe, ich schaffe alles online zu bringen. Falls was eventuell doch nicht online geht, dann folgt es die Woche darauf. Aber normalerweise müsste ich es schaffen. Ich habe für euch diese Woche eine tolle Etagierendeko für Ostern. Die ist ganz besonders. Dann habe ich noch mal eine schöne Idee mit einem Mooskranz und einem Straußenei. Ganz so ähnlich wie das Video von gestern. Ja, es ging gestern online, genau. Nur aber noch mal eine ganz, ganz andere Optik. Geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch wieder, wie ihr es kennt, von mir Natur pur. Und dann habe ich noch für euch, da muss ich gerade mal gucken, ach ja, genau, die Frühlingsschale umdekoriert. Die Frühlingsschale war so das erste Do-It-Yourself-Video, das dieses Jahr online ging und mit dem bin ich hier auch in den Mrs. Greenery-Kanal gestartet. Ich bin ja eigentlich offiziell erst seit diesem Jahr so richtig wieder aktiv. Davor habe ich ab und zu immer wieder mal was gepostet bei YouTube, aber ja, ich war nie so wirklich dabei und es lief so nebenher, aber 2022, da habe ich mir vorgenommen, mehr Videos für euch hier auf YouTube zu machen. Und das erste war die Deko-Frühlingsschale und die ist bei euch echt gut angekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, dekorieren wir die österlich um. Sprich, wir machen aus der Frühlingsschale eine Osterdekoschale. Ja, das waren die drei Videos. Die sollen diese Woche noch online gehen. Falls sich was verzögert, keine Sorge, dann geht es nächste Woche online. Aber ich müsste es schon schaffen. Dann als nächstes habe ich heute noch einen Tipp für euch, einen heißen Tipp. Für alle, die Kränze binden, also jetzt nicht Mooskränze, sondern einfach Kränze mit Frischblumen, Trockenblumen, Kränze, für die man meistens mehr Material braucht, als man denkt. Wenn mich immer jemand fragt, ja, was du denn so als Materialbedarf einplanen soll, dann sage ich immer, nimm das, was du denkst und multipliziere es mal 2, dann wird es wahrscheinlich genauso reichen. Denn es ist unglaublich, was an Material drauf geht beim Kranzbinden. Und deshalb habe ich euch heute ein paar Tipps mitgebracht, was ihr als Füllmaterial benutzen könnt. Denn ich glaube, die wenigsten von euch binden vielleicht einen Kranz komplett aus frischen Blumen. Zum einen wird das viel zu teuer und zweitens
Wenn sie nicht schön eintrocknen, sieht es auch nicht so toll aus. Aber je nach, es ist eigentlich ganz egal, was für ein Typ an Kranz ihr bindet, ob es vielleicht mit Trockenblumen ist, mit frischen Blumen. Das Material, das ich euch heute als Füllmaterial für eure Kränze vorstelle, das könnt ihr wirklich bei allen Kranztypen benutzen. Und zwar zum einen mal, das ist mein liebstes Naturmaterial, das ihr hier ja auch schon auf dem Kanal mehrmals gesehen habt und mit dem arbeite ich unglaublich gerne, gerade auch beim Kränzebinden, denn es bringt unglaublich viel Volumen in eure Kränze und ihr braucht dann viel weniger vom restlichen Material, das meistens um einiges teurer ist als dieser Euphorbia Spinosa Strunk. Genau, Euphorbia Spinosa nennt sich das Ganze. Und das Tolle daran ist, zum Kranzbinden nehmen wir immer nur die Büschel hier oben und am Schluss bleibt dann auch noch dieser Strunk übrig. Den habe ich übrigens ja auch beim Osterkranz mit reingebunden. Also die Strunke könnt ihr auch noch ganz, ganz toll kreativ verarbeiten. Das ist mein erster Tipp für euch, Euphorbia Spinosa. Dann der zweite, Heidelbeere. Die Heidelbeere, genauso wie Euphorbia Spinosa, ist bei mir ganzjährig im Einsatz. Es gibt mal so kurz eine Zeit, da ist sie nicht lieferbar. Das ist, oder ich sage es euch am Schluss, es ist eigentlich bei beiden Materialien, gibt es da mal so eine Zeit. Ich sage es euch gleich. Also beim Euphorbia Spinosa ist es meistens vom Juli, August. Da gibt es das mal so für 4 bis 6 Wochen nicht. Und bei der Heidelbeere im Winter. Meistens so November, Dezember kommt man nicht so gut an Heidelbeere. Aber ansonsten die restlichen 10 Monate habe ich es auch im Sortiment. Könnt ihr auch bei mir ordern. Und was ich dieses Jahr ganz neu entdeckt habe, und davon bin ich echt begeistert. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier noch auf dem Bild ist, aber man sieht es hier auch schon in diesem Arrangement. Das ist die Steineiche. Die Steineiche ist echt der Knaller. Und die möchte ich euch ans Herz legen. Die ist preislich top. Ihr bekommt richtig schöne, große Bunde, mit denen ihr eure Kränze füllen könnt. Oder eben auch eure Naturdeko-Arrangements. Und das Schöne bei der Steineiche ist, dass die Blätter zweifarbig sind. Die haben auf der einen Seite ein ganz, ganz sattes Grün und auf der anderen sind sie so leicht gräulich. Und wenn sie eintrocknen, werden sie eigentlich komplett gräulich. Na, die sind noch nicht ganz eingetrocknet, aber sie bekommen dann so ein schönes morbides Grün. So ein bisschen wie der Babyblue, aber nicht ganz so grau. Ich sehe gerade, ich habe hier unten sogar was liegen. Moment mal, ich hoffe, ich habe jetzt den Ton nicht ausgesteckt. Ne, ihr seid noch da. Ich hole mal kurz den Bund. Dann kann ich es euch nämlich zeigen. Wie gesagt, ich habe das auch erst seit diesem Jahr entdeckt. Und deshalb möchte ich euch natürlich meine Tipps auch weitergeben. Schaut mal. So sieht die Steineiche getrocknet aus. Frisch getrocknet. Also, wenn ihr die frisch im Kranz bindet oder woanders einsetzt und das Ganze trocknen lässt, dann habt ihr immer noch eine richtig, richtig tolle Optik. Das sind meine heutigen 3 Tipps für euch. Verfügbarkeit von der Steineiche weiß ich jetzt noch nicht, wird sich im Laufe des Jahres herausstellen, aber schaut einfach mal immer wieder im Shop, ich werde es auf jeden Fall da haben. Gehört jetzt zu meinen Greenery-Grundmaterialien. Denn sie sind grün, sie sind echt gut im Preis und man kommt wirklich weit mit allen 3 und sie lassen sich so vielfältig einsetzen, wie ihr ja bisher schon bei meinen Naturdeko-Ideen gesehen habt. Und natürlich kommt da auch noch einiges nach. Also Steineiche, Heidelbeere, Euphorbia Spinosa. Und das sind auch so die 3 Bundgrößen, die ihr dann bekommt, wenn ihr es bei mir bestellt. Vom Preis her kann ich es euch dann mal noch kurz sagen. Euphorbia Spinosa 7,90, Heidelbeere 4,90 und die Steineiche 8,90 oder 9,90 €. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Nur damit ihr mal so ein bisschen Verhältnis habt. Und das lohnt sich definitiv als Füllmaterial zu nutzen, denn meistens könnt ihr es auch noch mehrfach einsetzen. Man braucht oftmals so gar nicht den ganzen Bund. Das war mein heutiger Greenery-Tipp für euch. Und aufhören möchte ich mit folgendem Thema, die Holzschalen. Och, ich habe ganz, ganz tolle Holzschalen ins Sortiment bekommen in 2 Größen. Ich habe jetzt hier die große Größe. Groß heißt vom Durchmesser her größer. Und das ist die kleinere Größe von der tollen Holzschale.
Hoch sind sie genau gleich. Das finde ich ganz nett, wenn man sie zusammen dekoriert. Aber vom Durchmesser her ist diese Schale ein bisschen kleiner. Und schaut mal, ich habe einmal hier das Straußeneinäscht rein dekoriert. Ich finde, das ist eigentlich perfekt, perfekte Kombi. Kennt ihr aber schon vom Video. Und in die große Holzschale, da habe ich einfach Holzeier reingesetzt. Ganz, ganz stimmig. Und schaut mal, in die Zwischenräume habe ich Wachteleier gelegt, Naturwachteleier und goldige Wachteleier. Also ich finde es wirklich eine Spitzenkombi. Übrigens, passend zu den Holzschalen sind auch diese Holzeier ins Sortiment gewandert. Die gibt es auch noch in einem dunkleren Braun und mit einer Vergoldung im unteren Bereich. Findet ihr alles in der Osterkategorie, verlinke ich euch unten. Also lasst euch da mal inspirieren. Und auf was ihr auf jeden Fall zählen könnt, das sage ich euch jetzt schon. Ich werde mit den Holzschalen auch noch einiges an Deko-Ideen zeigen. Jetzt überlege ich, ob ich noch was vergessen habe, aber meine Liste ist abgehakt. Alle Themen besprochen, alle Montagsthemen. Und somit können wir in eine kreative Woche starten. 3 Do-It-Yourselves habe ich diese Woche für euch vorbereitet. Ich hoffe, ich schaffe es mit dem Schnitt. Kommt immer drauf an, was so die Woche los ist, wie so das Tagesgeschäft ist. Aber ich denke, das müsste ich hinbekommen und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, dass ich euch wieder inspirieren darf. Das ist momentan meine größte Freude. Mir macht so Spaß und ich freue mich natürlich immer riesig über einen Daumen hoch, über einen Kommentar und natürlich über ein Abo. Also, wie immer sage ich jetzt zum Schluss, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.